Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir aus dem Hause Rivolier aus Frankreich eine ganz besondere Handfessel und zwar mit der Aufschrift Gendarmerie Outre-mer. Das ist irgendeine kleine Insel in der Nähe von Frankreich, wo diese Handschellen hier eingesetzt wurden von der dortigen Polizei. Dementsprechend klein ist auch die Auflage. Dieser Stempel ist hier auf beiden Seiten zu finden. Das ist auch die einzige Beschriftung bei dieser Handfessel, bis auf die Beschriftung des Schlosszylinders. Und dort haben wir, wenn wir das hier einmal umdrehen, DM14. Kommen wir zunächst zur Handschelle. Die Handschelle selbst hat die klassische französische Handschellenform. Also die Hände werden hier quasi oval eingelegt und eingeschlossen. Wir sehen hier, dass wir hier so einen sehr ausgeprägt und ausgewölbten U-Standard haben in diesem Unterteil für die Handfessel. Und ansonsten hier zum Drehwirbel hin das Ganze hier rund ausgeformt ist. Der Schlosskasten selbst ist hier mit diesen 5 Nieten vernietet. Die sind auch allesamt komplett erhaben. Und dann sehen wir noch 2 weitere Nieten. Einmal hier unten, das ist der Niet für den Pin des Schlüssellochs und dann hier noch ein separater Niet und dieser ist dazu da, um hier das Zylinderschloss zu halten. Weiterhin sehen wir, dass wir, wenn wir das hier von der Seite uns anschauen, 3 Elemente haben. Also wir haben einmal hier das große Element, der Schlosskastendeckel, der sich natürlich hier in diesen doppelläufigen Handschellenflügel ausdeutet. Und wir sehen auch, trotz dass es hier aus Aluminium gefertigt ist, dass es sehr stabil daherkommt. Wir sehen das von der Seite, dass es hier 3 Ebenen sind. Also 2-mal diese Außenebenen und dann einmal hier dieser Mittelteil. Und dieser Mittelteil, der stülpt sich hier oben dann zu diesem runden Schlosskasten aus, der hier wie aufgesetzt daherkommt. Und in diesem Schlosskasten ist dann eben dieses Zylinderschloss. Weiterhin haben wir hier dann befestigt den Drehwirbel. Der Drehwirbel ist hier sehr leicht drehbar, hat minimales Spiel, also es ist wirklich ganz gut gemacht. Und im Drehwirbel selbst haben wir dann einen verschweißten O-Ring und dieser schließt dann an eine 1, 2, 3, 4, 5 gliedrig verschweißte in sich gedrehte Kette an. Also haben wir hier diese 5 Glieder plus 2 O-Ringe entsprechend dann als Verbindung dieser beiden Handfesseln. Wenn wir weiterschauen, dann gehen wir hier zum Ende des doppelläufigen Handschellenflügels und haben dann hier eine sehr große und auch markante Niete, die gesetzt wurde. Und diese Niete, die befestigt an diesen Flügel dann den Handschellenbügel. Dieser ist schwarz und nicht mehr aus Aluminium gefertigt und geht dann hier rüber und T-förmig geschwungen breitet er sich dann nach oben und unten aus. Die Kanten und Ecken sind zumindest entgratet, also von abgerundet würde ich jetzt nicht sprechen. Außen ist es eher mehr entgratet und abgerundet als innen. Ja, das ist aber nicht sonderlich schlimm. Und wenn wir uns hier natürlich den Bügel genauer anschauen, dann sehen wir das hier nochmal, dass es hier nach oben geht, um natürlich hier die Zahnstange etwas zu verlängern und dann auch den Innendurchmesser zu verkleinern. Führungsrillen oder ähnliches haben wir nicht, auf beiden Seiten nicht. Das Ganze verjüngt sich dann nach hier vorne, ist dann angespitzt in allen 4 Seiten, um natürlich hier besser die Schlossfalle treffen zu können. Und ansonsten haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Zähne für 21 unterschiedliche Schließpositionen. Wobei die erste, die einigermaßen zuhält, diese hier ist, die liegt bei exakt 7 cm. Und die kleinste, diese hier ist, und dort haben wir maximal 2,9 bis maximal 3 cm, also eher 2,9. Hier passt eigentlich schon keine Hand mehr zwischen. Da muss er vielleicht irgendwie, ja, weiß nicht, von irgendwelchen Kleinkindern. Ja.
wenn wir uns jetzt das Geräusch einmal anhören, dazu kommen wir nun. Dann hören wir, dass das sehr leichtgängig geht, aber auch etwas ratschig aufgrund des Materials. Aber wir hören natürlich auch, dass das, wenn es zu ist, dann auch wirklich zu ist. Dieser ganze Sound, der kommt hier von der einfachen Schlossfalle. Das ist eine einfache Schlossfalle mit drei Zähnen, die hier eingebettet ist. Das ist auch schön gemacht. Ne? Also man sieht jetzt nicht irgendwie das komplette Schlossinnenleben oder ähnliches, sondern das ist hier wirklich drin eingesetzt, eingenietet und ja, so natürlich in gewisser Weise schon schimmbar, wenn der Double Lock nicht gesetzt ist, aber doch recht sicher. Dann kommen wir zunächst zu den Schlüsseln. Als Besonderheit haben wir hier natürlich zwei Schlüssel. Wir haben einmal den normalen Revolier-Schlüssel. Das ist hier ein kleiner Schlüsselkörper, wie so eine Scheibe, und daran angeflanscht, sage ich jetzt mal, ist dann dieser Schlüsselhals. Der ist rund mit einer Bohrung, also ein Hohlschlüssel mit einem einfachen Schlüsselbart. Der andere Schlüssel ist dann ein Zylinderschlüssel, hier ohne Firmenbezeichnung, allerdings mit, ist das ein D oder ein O? Ich würde fast sagen ein O, also OM14 statt DM14. Hier als Schlosskodierungsbezeichnung. Wir sehen, dass wir natürlich einen kleinen Anschlag haben und ansonsten hier dann ausgefräst entsprechend ja, den Schlüssel für das Zylinderschloss. Was hat es damit auf sich? Um die Handschelle anzulegen, wird hier die Hand natürlich hineingelegt. Die Handschelle wird verschlossen und mit diesem Zylinderschlüssel oder Zylinderschloss und dem Schlüssel kann man mit einer Drehung hier, sehen wir den Schlüssel wieder raus, also einmal um 180 Grad drehen, die Handschelle double locken. Das Schöne ist, hier bewegt sich dann wirklich überhaupt gar nichts mehr. Also es ist noch nicht mal mehr minimales Spiel, wie ich das sehe, auf dieser Seite. Ich weiß nicht, wie das auf der anderen Seite ist. Das gucken wir jetzt auch mal. Andersrum natürlich. So, dann schließen wir das ab. Und auch hier ist überhaupt kein bisschen Spiel mehr da. Also wirklich nichts. Die Handschelle ist fest. Und dann ist natürlich ja, das Schimmen auch nicht mehr möglich. Dann ist es einfach vorbei. Um die Handschelle jetzt wieder zu öffnen, setzt man den Schlüssel natürlich wieder ein. Schließt wieder zurück. Dann ist die Handschelle wieder durchschwingbar. Auf der anderen Seite auch. So rum, das ist manchmal ein bisschen hakelig. Davon ist natürlich die Hand jetzt noch nicht befreit. Diese wird jetzt mit dem anderen Schlüssel befreit, also hier unten über das Schlüsselloch. Und wenn wir dort quasi nach oben einmal drehen, also hier um 180 Grad auch, dann zeigt der Schlüsselbart in diese Richtung, dann merken wir hier bei 14 Uhr ungefähr einen Widerstand und drücken wir dort gegen, dann können wir die Schelle hier befreien. Also wenn wir uns das hier nochmal angucken, hier zieht der Schlüssel die Schlossfalle zurück. Und die wird auch richtig hier ins Gehäuse reingezogen. Also ein ganzer Weg, der hier zurückgelegt wird von der Schlossfalle. Das ist schön gemacht. Und das Ganze natürlich hier bei dieser Handschelle in sehr, sehr gutem Zustand. Wir kommen nun noch zum Gewicht dieser Handfessel. Und hier haben wir 272 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.